du einen geilen Arsch! Danke? Aber ich würde trotzdem gerne mit der Folge starten wollen. Ja, Happy Meals hat die letzten Wochen pausiert. Das lag mal wieder daran, dass es keine guten Maps gab. Vielleicht haben wir heute einen Tag vor Heiligabend mehr Glück. Es gab zumindest eine Map, die ich zeigen möchte, die heißt Toilet Brain von Penis1234. Da muss man runterfallenden Toiletten ausweichen. Das war noch ganz nett. Wow! Shit! Das ist zum Beispiel nicht passiert. Und ja, die Frames leiden stark darunter. Naja. Es gibt hier ein Element, was ich besonders hervorheben möchte. Da möchte ich hinkommen. Wow! Tja, aber so wird das nichts. Naja, füllt sich wenigstens die Videozeit. Viel mehr gute Maps werde ich auch nicht finden, so schnell. Also es hat schon ein bisschen was von Stunts. Die Action ist teilweise gegeben. Jetzt hängt da schon wieder so eine Scherbe da drin. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Wie soll das denn funktionieren so? Ich will euch den Tipp da zeigen. Der ist nämlich auch genial. Hint, do not push the toilet bowl and try to call them. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Tja. Wisst man nicht. Da ist noch eine Frau. Oh, Moment, erstmal wieder ausrichten. Oh. Ja, das läuft ja wirklich perfekt hier. Jetzt kommt dieser blöde Aufstieg hier. Da muss ich den Turbo an der passenden Stelle nutzen. Was ist da gerade runtergepullert? Irgendwie Wasser ausgespült? Naja. Hier, die Toilette wollte ich euch zeigen. Ist die nicht schön? Boah! You survived! Ja, aber so weit von. Happy New Year! Ich dachte, wir kommen jetzt so mit den Weihnachtsleveln an, aber nein, es wird uns schon frohes neues Jahr gewünscht. Nun, zumindest haben wir eine Winteratmosphäre und sogar einen Weihnachtsbaum. Oh. Lass mich mal hier weiter. Warum gibt's hier Weihnachtszombies? Scheißegal. Ich will nur ins Ziel. Thank you! Oh! Mist, ich bin ja zu früh abgesprungen, aber ich kann mich ins Ziel hechten. Dachte ich, was hält mich denn hier auf? Was hält mich denn auf? Boah. Du wirst da wohl an so ein paar Kindern vorbei. Blöd. Mann! Yeah! Rail Park 1. Oh. Oh, oh! Ey, das hat Potenzial. Ist wieder runter, runter, runter. Oh. Das gefällt mir. Oh, was soll ich? Vielleicht gewinne ich noch. Oh nein. Ja, ein paar Tricksereien hat er hier eingebaut. Jetzt den Schmutzen. Kann ich mich hier oben? What? Shit. Oh. Naja, der Rest war wohl nicht so geplant, aber ich hab's trotzdem auf meine Art gelöst. New Character Idea. Future Guy. Wer ist das? Er ist Future Guy. Wie sieht er denn aus, ey? YOLO steht da vorne. You only live once. Hey, wo kommt das Bein her? Eigentlich ganz nett. Was ist das? Warum ist da so ein Doppelpfeil? Damage Zone. Man kann mit Steuerung schießen. Wow. Was ist das? This is how the plasma beam works.
Warum bekomme ich immer mehr komische Einblendungen? Darf ich noch ein paar Leute abschießen? Ja, die da, komm. Warum hänge ich da jetzt so? Oh. Ja, irgendwie komm noch vorwärts, ich weiß nicht. Ja, jetzt zieht er wieder ab. Ey, ich sterb noch vorher, wenn das so weitergeht. Der wird immer komischer zu lenken. Ich will noch mehr Leute abknallen. Hä? Ich kann nicht mehr schießen. Was? Wieso ist der rausgefallen? Ach so. 87, 87. Schön. Kronos Lakeia. What? Das verstehe ich doch wieder nicht. Aber Feliz Navidad verstehe ich zumindest. Werde ich noch rausgepusht? Na, ich weiß nicht. Da gehen seltsame Dinge vor sich. Na, was Neues. Nochmal. Jetzt weiß ich, dass ich einen Spike-Fall zu absolvieren habe. Oh! Shit! Da unten ist es doch, das Ziel, man. Ja, nein. Oh! Mann! Bentwheel Adventure. Ah, man darf wieder mit so einem kaputten Rad fahren. Das ist witzig. Was war denn das? Vielleicht kommen wir hier noch ins Ziel. Ich werde jetzt wahrscheinlich auf der Rückseite von dem Stachelding landen. Oh. Naja, fast. Neuer Versuch. Ja, ach so, da ist so ein Teil, was noch die ganze Zeit rumfliegt. Ah. Ja, jetzt auf dem ganzen. Alter. Wo bin ich? Oh. Okay. Boah, das Gedärme mir einmal komplett rausgeschossen. Castle Escape. Ja, es gibt jetzt diesen neuen Adventskalender wieder mit 24 Maps, aber dieses Jahr verzichte ich darauf, ihn zu spielen, weil manche dann noch ziemlich komisch sind. Ja, geht's jetzt auch mal auf hier oder? Seht euch das mal an, es fängt doch hier schon an. Das ist dann wieder. Oh yeah, lag. Verdammt doch mal. Aber das probiere ich jetzt mal, wenn es schon da ist. Castle Escape. Ja, jetzt. Ja, da stirbt ja, wenn er nun den Hebel umlegen muss. Das war auch super. Yeah! Nach links! Boah, was ist denn hier schon wieder los? Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Geht doch gar nicht. Wie nach links? Wie weit anklicken oder was? Was soll ich denn machen? Ja, so habe ich es festge. Wow! Ich check's nicht. Ah, man kann da drunter fahren. Das wusste ich natürlich. Klar, sieht man doch sofort, dass man hier durchfahren kann. Hebel! Auch noch mehr Spam-Geräusche, witzig. Wieso fällt das jetzt runter? Soll ich das echt benutzen, um das da fest. Ah! Was soll das? Boah, shit. Wer ist über hier? Ja, was soll ich jetzt mit dem Speer da hinten? Das könnte überhaupt kein Problem darstellen. Vor allem, ich werde jetzt schon wieder sowas ausweichen muss da. Oh, da kann man jetzt wieder durchfahren. Na klar, bei denen kann man wieder durch diese einzelnen Bestandteile durchfahren. Versteht ihr so langsam, warum ich keinen Bock auf solche Maps habe? Weil sich jedes Mal die Regeln ändern und das nervt einfach, wenn man vorher nicht weiß, was man machen muss.
Oh Mann. Was muss ich da machen? Muss ich da voll durchfahren oder was? Sonst nimmt der keinen Schaden. Was ist denn das? Der nimmt keinen Schaden, der Blödmann. Warum auch sollte. Warum sollte das doch so sein, wa? Wo ist denn jetzt die nächste. Scheiße. Die Stacheln da am Boden lösen erst aus, sobald ich da immer drüber fahre. Ja, und der nimmt keinen Schaden. Ich hab keinen Bock auf so einen drecksten Scheiße. Sorry, ey. Das ist mir einfach so dumm. So, gucken wir uns mal an, ob das jemand geschafft hat. Ja, immer hier. Ey. Little Speedrun, oh. Ich mag solche Level nicht, ey. Die mögen noch so schön aussehen, aber wenn die Mechanik hinten und vorne nicht funktioniert und einfach nur nervt. Und das hatte ich jetzt so oft schon. Ja, der nimmt da wieder keinen Schaden. Hä? Hä? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist doch wohl jetzt ein schlechter Scherz. Also irgendwie. Was ist nun neuerdings mit den Demos los? Warum schafft es da keiner und es kommt zu solchen Vorkommnissen? Dieses Spiel ist so kaputt mittlerweile. Alien Invasion 2. Ich mag Alien Level in der Regel. Was ist das da hinten? Das sieht aus wie so ein Checkpoint. Wenn man mal was erreicht hat, dann darf man den aufzuknutzen. Kann aber auch täuschen. Wollte ich mich jetzt verarschen? Ich wollte gerade schon sagen, ey. Beam me up, Gotti. Hier geht die Action jetzt ab. Oh! Das. Ja! Was? Boah! Wow! Ja, guck ich mir wenigstens schon mal an, was die an. Das hat irgendwie nichts gebracht. Das macht alles gar nichts. Click to defeat the boss. Ich habe jetzt doch noch gewonnen, oder was? Hallo? Nee, ich muss noch fahren danach. Mist. What the fuck? Alter Kind, ey. Ja. Ja. Was ist denn jetzt los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann schießt da mal. Ich weiß ja schon, wo was kommt. Wo jetzt hin? Ah. So irgendwie drehen? Ja. Oh, der ist besiegt worden. Ganz aus eigener Kraft besiegt und nicht etwa durch random Explosionen, die aus nichts kommen. Was? Wait for help. Oh, die rettende Rakete. Hey. Das war cool. Was machen wir noch? Dann ist gut für heute. Wir Safe Center, das passt doch. Kurz vor Heiligabend nochmal den Weihnachtsmann retten. Wo ist er denn? Da braucht er mich. Den Retter. Da ist er doch schon. Jetzt sind vielleicht noch ein Center-Level. Das war jetzt ziemlich schnell vorbei. Irgendein Center-Level noch. Komm. Hier. Naja, ein Boss-Row. Gold Center, Chester. Center. Ja, gut. Soll reichen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.